Damen und Herren. Ich grüße Sie wieder mal zum Videostrategietiger des Frankfurter Börsenbriefs, zum Wochenausklang in diesem Fall, nämlich am Freitag, dem 29. Juli 2011. Um es vorwegzunehmen, nein, auch gestern hat die amerikanische Politik nicht zu einer Einigung im Schuldenstreit gefunden. Im Gegenteil, der Streit scheint fast eher zuzunehmen. Denn auch innerhalb der republikanischen Reihen gibt es Streit. Die Tea Party-Bewegung gibt sich störrisch. Damit könnte es passieren, dass John Boehner, der Sprecher des Repräsentantenhauses, keine Mehrheit für sein Paket auf die Beine bekommt. Und leider muss man das so sagen, das Risiko, dass man tatsächlich bis zum 2. August keine gute Lösung findet, steigt, wenn auch von einem niedrigen Niveau aus. Aber es steigt. Und ich glaube, dieses Szenario ist in den aktuellen Kursen noch nicht enthalten oder nicht ausreichend enthalten. Der Markt konnte sich gar nicht so richtig vorstellen, dass es tatsächlich keine Einigung geben würde. So ist wohl die relative Ruhe im Vorfeld zu erklären. Kommt die Einigung? Und das ist immer noch das wahrscheinlichere Szenario, gerade auch jetzt für das Wochenende. Dann bedeutet das zwar ein Aufatmen, aber letztlich entspräche es der Erwartung oder der Hoffnung. Kommt eine Einigung nicht, dann ergibt sich eine extrem unübersichtliche Ausgangslage. Und nach meiner Erwartung würde es dazu führen, dass in vielen Depots das Risiko tendenziell heruntergefahren würde. Und das funktioniert eben auch über den Aufbau von Liquidität, also sprich über Verkäufe. Und das meint dann auch nicht nur isoliert Anleihen, sondern dürfte mehr oder weniger alle liquideren Assetklassen betreffen, mit Ausnahme vielleicht von Gold und ähnlichen Assetklassen. Also das wahrscheinlichere Szenario ist immer noch, dass eine Einigung gefunden wird. Dieses Wochenende dürfte es dann möglicherweise soweit sein. Aber es ist leider zu befürchten, dass man hier keine wirklich umfassende Lösung, selbst in diesem positiven Fall, hinbekommt, sondern dass man eine Notlösung irgendwie arrangiert, um die Märkte da nicht ganz im Regen stehen zu lassen. Aber ich glaube kaum, dass es in den nächsten Tagen gelingen wird, oder danach sieht es jedenfalls im Moment nicht aus, dass man hier schon eine längerfristige Lösung finden und definieren kann, wie man mit den amerikanischen Schulden auf längere Sicht dann umgehen möchte oder will. Aber auch in Europa will keine richtige Ruhe einkehren in der Schuldendiskussion. Spanien wurde von der Ratingagentur Moody's auf den Beobachtungsstatus für eine mögliche Abstufung gesetzt. Auch scheint die Nervosität generell recht hoch zu sein, was sich auch zum Beispiel bei der jüngeren Auktion von italienischen Staatsanleihen zeigte. Insofern hier also weiterhin eine erhöhte Nervositätssituation. Insofern verwundert es auch nicht, dass die Märkte nervöser und vorsichtiger werden. Auch gestern war Schwäche angesagt. Der DAX verlor zwar nur 0,86% und es gab sogar auch 9 Gewinneraktien gegen 21 Verliereraktien. Aber beim MDAX betrug der Rückgang sogar 1,45%. Beim TechDAX waren es minus 1,69%. In den USA war das Bild paradoxerweise etwas gemischter. Minusveränderungen bei Dow Jones und S&P 500. Andererseits konnte der Nasdaq 100 Index leicht zulegen. Kommen wir zu einigen Aktien bzw. Unternehmen und fangen mit VW an, einer der schwächsten Aktien gestern im DAX. Also die Vorzüge sind es in diesem Fall. Die Wolfsburger lieferten richtig gute Zahlen eigentlich. Beim Nettoergebnis ging es von 1,8 Milliarden Euro im vergleichbaren Vorjahreszeitraum auf 6,5 Milliarden Euro etwa hoch. Hierin enthalten war allerdings auch eine Neubewertung von Optionen zum weiteren Kauf von Porsche-Anteilen. Beim Umsatz ging es auch steil aufwärts, nämlich um 26% auf 77,8 Milliarden Euro. Bis Ende Juni schaffte man einen Fahrzeugabsatz von 4,1 Millionen, was eine Verbesserung um 16% war. Die Aktie gestern trotzdem ordentlich im Minus mit 4,17%. Damit waren VW-Vorzüge die zweitschlechtesten Einzelaktien oder die zweitschlechteste Einzelaktie nach BASF übrigens. Bei der weltweiten Chemie Nummer 1 stand sogar ein Minus von 4,21% zu buchen beim Schlusskurs. Nächste Aktie oder Unternehmen im Fokus, Deutsche Börse. Der Quartalsbericht wurde eher als enttäuschend aufgenommen, auch wenn der Börsenbetreiber sich etwas optimistischer gibt. Beim operativen Ergebnis und Überschuss ging es aufwärts, beim Umsatz ging es abwärts. Ich sehe einfach keine rechte Fantasie für diese Aktie. Der Zusammenschluss mit der NYSE Euronext erscheint mir recht langweilig und gibt nicht viel Substanz her für Kursfantasie. Und man muss hier entsprechend auch nicht investiert sein. Linde kam auch mit Zahlen. Beim Umsatz ging es um 11% hoch auf 6,8 Milliarden Euro. Das operative Ergebnis landete bei 1,56 Milliarden Euro und damit um 11,7% höher als im Vergleichszeitraum. Operative Marge 23,0% und das ist ja wirklich sehr, sehr ordentlich. Gleichwohl auch diese Aktie gestern schwächer um 2,65%. Muss das vielleicht auch etwas im Kontext sehen, denn die Aktie ist ja in den letzten Wochen und Monaten eigentlich sehr gut gelaufen. Das ist eine Pause nicht so verwunderlich.
Ja, ein Stück weit Kontrastprogramm vielleicht. Bei Heidelberg Zement gab es auch Zahlen im zweiten Quartal. Hatte man zu rudern gegen die Strömung von Energie- und Rohstoffpreisen. Die Ergebnisgröße EBITDA fiel um 6,1% auf 651 Millionen Euro. Das war schlechter als erwartet. Beim Umsatz ging es leicht aufwärts auf 3,394 Milliarden Euro. Allerdings wurde der Ausblick bestätigt. Die Aktie gestern ebenfalls recht schwach mit etwa 3,5% Kursverlust. Machte in der letzten Zeit auch keine sehr überzeugende Figur. Allerdings ist das Unternehmen oder die Aktie in meinen Augen deutlich unterbewertet. Zahlen hin oder her. Das gehört eben auch zum Kontext dazu. Ja, ansonsten kamen heute auch Zahlen von Continental. Die sind gut ausgefallen. Generell ist die Aktie ja längerfristig eine interessante Position auf dem Weg in die Normalisierung nach dem ganzen sehr mühsamen Hickhack im Zuge des Streits mit Schaeffler bzw. des Übernahmeversuchs durch die Schaeffler-Gruppe. Zum Terminkalender. Heute wurde schon berichtet über den Einzelhandelsumsatz im Juni. Hier war die Entwicklung sehr, sehr positiv. Ferner war für heute angesetzt Großhandelsumsatz Deutschland zweites Quartal. Euroland Verbraucherpreise Eurozone Juli, soll die Vorabschätzung sein. Am Nachmittag unserer Zeit in einer Reihe von Meldungen aus den USA, durchaus auch wichtige Meldungen, beispielsweise 14.30 Uhr unserer Zeit BIP zweites Quartal, also die Wirtschaftsleistung im jüngsten Quartal in den USA. Gleiche Uhrzeit Arbeitskosten zweites Quartal in den USA. Dann etwas später 15.45 Uhr Einkaufsmanagerindex Chicago Juli und dann noch ein bisschen später Verbraucherstimmung Uni Michigan Juli. Abschließend warten Sie auch weiterhin eine Entscheidung in den USA ab. Es erscheint zu unübersichtlich, hier schon vorzugreifen und etwas vorwegzunehmen. Spielen Sie den Ball lieber flach und gehen mit ruhigem Unterton in das Wochenende. Die nächste Börsenwoche könnte dann wirklich sehr spannend und möglicherweise auch wirklich wegweisend werden. Schauen Sie also bitte täglich in diesem Videoticker hinein. So, wir ergänzen natürlich auch in unsere Updates und selbstverständlich auch in den Frankfurter Börsenbrief. Und hier noch eine kleine Schlussnotiz für Sie. Ein wichtiger Hinweis, in dieser Woche war es wieder Zeit für den Stammtisch im Bernecker TV neben Markus Weingarten, unserem TV-Chef, und Stefan Schmidbauer vom Frankfurter Tagesdienst sowie Oliver Kante vom Aktionärsbrief ist diesmal auch meine Wenigkeit mit dabei. Bitte also unbedingt reinschauen in den Stammtisch auf der Webseite www.bernecker.info. Und damit wünsche ich Ihnen ein richtig gutes Wochenende. Ihr Walter Thyssen.